So, jetzt herzlich willkommen zum vierten und vorerst letzten Video dieses kleinen Glücksworkshops. Ich hoffe, wir sind uns jetzt einig, dass glücklich sein, ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben das Ziel des Lebens ist. Wie gesagt, das halte ich für sehr wichtig und richtig. Ich bin immer nur der Sepp, dein Wunschgewicht-Coach, und mit mir erreichst und hältst du dein Wunschgewicht. Heute in diesem letzten Video wird es vor allem nochmal darum gehen, wie erreichst du das jetzt oder wie findest du jetzt raus, was dich wirklich glücklich macht im Leben, und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, in die Puschen kommen. Eine Methode, die ein bisschen krass vielleicht erstmal wirkt, die aber dafür eben halt auch umso wirkungsvoller ist, um rauszufinden, was man eigentlich möchte im Leben, was man eigentlich erwartet im Leben, ist das Leben vom Ende her betrachten. Wir werden alle mal sterben, auch wenn wir das ganz gern verdrängen, zumindest wenn wir jünger sind. Wenn man also ein bisschen wie ich jetzt auf die 60 zumarschiert, dann wird einem das bewusster, dann rückt einem das näher, als wenn man 20 ist. Und ich denke, da kann man sich ganz, ganz viele Gedanken drüber machen, und die bringen euch weiter, nicht bloß wenn es ums Thema Glücklichsein geht, sondern ganz allgemein im Leben. Also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Aspekte, ganz, ganz viele wertvolle Erkenntnisse, mit denen man sich auseinandersetzen muss, meiner Meinung nach, sollte. Es bringt da wirklich unheimlich viel. Probier es einfach mal. Das sind einfach verschiedene Fragen. Das sind auch so Fragen, wo und wie willst du denn eigentlich sterben, unter welchen Umständen oder so, ne? Also ich habe mir früher immer mal so gedacht, naja, einschlafen und dann mal aufwachen. Aufgrund von vielen Erfahrungen oder Nachdenken über diese Erfahrungen hat sich das bei mir sehr stark gewandelt. Ich war selber als Kind sehr, sehr krank. Da war ich eineinhalb Jahre oder zwei Jahre alt, ich weiß es nicht ganz genau. Da war ich sehr krank. Im Krankenhaus haben sie damals gesagt, sie können nichts mehr für mich tun. Ich werde wohl wahrscheinlich sterben. Und meine Eltern haben mich dann mit nach Hause genommen zum Sterben. Wenn ich heute so drüber nachdenke, ist das vielleicht eher was, wie ich sterben möchte, mich verabschieden können im Kreise meiner Lieben, meiner Familie, meiner Kinder, meiner Partner, Partnerin, wie auch immer. Im Gegensatz zum Beispiel auch so eine Erfahrung, worüber ich viel nachgedacht habe, mit meinem Vater. Mein eigener Vater ist wohl wahrscheinlich sehr einsam gestorben. Ich weiß es nicht ganz genau, wie er gestorben ist, weil mein Vater damals so der meist gehasste Mensch in unserer Familie war. Und wir wissen nur, dass er im Westkrankenhaus damals in Augsburg gestorben ist. Meine Mutter wollte mich dann nochmal hinschicken, dass ich mal genauer frage, woran er eigentlich gestorben ist. Hat mich nicht interessiert, im Internet hingegangen, habe mich gefragt. Ich weiß jetzt offen gestanden nicht einmal ganz genau, wann er gestorben ist. Es muss 79, 80 gewesen sein, aber ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht sein Geburtsdatum und so weiter. Finde im Nachhinein oft unheimlich schade und möchte ich nicht, dass mir das so passiert, und es wird mir so nicht passieren. Eine australische Palliativkrankenschwester hat mal ein Buch geschrieben, Bronnie Ware heißt die, 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und das sind interessante Gedanken dabei. Eines dieser Themen ist zum Beispiel, dass die bereuen, nicht den Mut gehabt zu haben, ihr eigenes Leben zu leben. Ein Thema, das mir auch oft noch im Coaching heute begegnet, speziell mit Frauen so ungefähr in meinem Alter, und die in ein doch noch tradierteres Rollenbild reingeboren wurden, als das jetzt vielleicht heute junge Leute haben, die, keine Ahnung, 20 oder 25 sind oder sowas, ne? Das war in meiner Generation nur anders, das war nicht so arg lang nach dem Krieg und so weiter. Und die wäre vielleicht lieber Kaminkehrer geworden, als dass Frau, Ehefrau, Mutter, Hausfrau und dann oft diese Doppelt- und Dreifachbelastung aus Arbeit, Job, weil es einfach notwendig war,
Kind oder Kinder und Hausfrau, sind die oft in ein Rollenbild reingewachsen, wo die nicht glücklich sind. Wenn du irgendwie was anderes werden willst, eigentlich bist du nicht glücklich in so einer Situation. Oder gibt es auch bei Männern, kenne einen recht gut oder kannte ihn recht gut, ist mittlerweile schon verstorben. Der war Besitzer einer Druckerei, hat die Druckerei übernommen, als er sehr, sehr jung war, weil sein Vater einen Schlaganfall hatte und kurz danach dann auch verstorben ist und hat sie halt für die Familie und so weiter verpflichtet, gefühlt diese Druckerei zum Leiten. Der war aber kein Drucker, der war kein Druckermensch, der war keiner, der eine Druckerei leitet. Der war eher ein sehr feingeistiger Mensch, der wäre wahrscheinlich ein sauguter Schriftsteller geworden oder so. Und der war halt zutiefst unglücklich und das hat man ihm dann im Laufe der Jahre auch angesehen. Der hatte dann irgendwie zum Schluss, ich weiß es nicht, 4 Zentner oder sowas und ist dann auch an den Folgen des Übergewichts gestorben letztendlich unterm Strich. Also dieses Thema, das eigene Leben zu leben, ist ein ganz wichtiges Thema für dein Lebensglück. Oder in diesem Buch von Bronnie Ware, was Menschen am meisten bereuen am Ende ihres Lebens. Sie wünschten, sie hätten sich mehr um ihre Freunde, um ihre Familie gekümmert. Auch so ein Thema. Was ist da wichtig im Leben? Also das ist dann auch, wer wird dir dann einmal die Hand halten an deinem Sterbebett? Dein Mercedes, weil du 16 Stunden jeden Tag gearbeitet hast, um dann Mercedes leisten zu können. Deine Designerschuhe. Oder wärst du vielleicht doch lieber, dass eins deiner Kinder deine Hand hält oder dein Partner, deine Partnerin, wie auch immer. Weiß es nicht, denk mal drüber nach. Und der mehr oder weniger letzte Punkt aus diesem Buch, es sind insgesamt 5 Punkte, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, der mehr oder weniger letzte Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, ein Punkt, den die meisten Sterbenden am Ende ihres Lebens bereuen, ist: Ich hätte mir mehr Freude gönnen sollen in meinem Leben. Mein Thema: ein freudvolles, glückliches, zufriedenes Leben haben. Einfach mal drüber nachdenken, nochmal ein paar Gedanken drüber zu machen. Wie möchtest du, auf welches Leben möchtest du zurückschauen? Du musst jetzt auch vielleicht nicht unbedingt Sterbebett, wenn dir das irgendwie ein bisschen zu gruselig ist oder sowas, dann nimm zum Beispiel deinen 80. Geburtstag. Kannst du auch damit machen. Wie wäre das an deinem 80. Geburtstag, wenn an deinem 80. Geburtstag irgendwie verschiedene Leute aus deinem Leben aufstehen würden und irgendwie eine Rede über dich halten würden? Sagen wir mal, ein ehemaliger Arbeitskollege, ein guter Freund, deine Frau, ein Kind würden aufstehen und würden halt erzählen, was du für ein Arbeitskollege warst, wie das war mit dir in der Arbeit, was du für ein Vater warst. Möchtest du, dass dein Kind dann sagt, naja, er war nie zu Hause und er hat sich nicht um mich gekümmert, eigentlich weiß ich gar nicht so viel über ihn und eigentlich bin ich heute hier bei dieser Geburtstagsfeier nur, weil sich das halt so gehört. Ist das die Rede, die du von deinem Sohn, deiner Tochter hören möchtest? Man kann auch sowas wie eine Löffelliste zum Beispiel mal schreiben. Also Löffelliste kommt von der Idee her, eine Liste zu schreiben, was man alles noch erleben möchte, was man alles noch machen möchte, bevor man den Löffel abgibt. Auch ein Werkzeug, wo man sich mal damit beschäftigen kann, was da dann drauf kommt. Oder stell dir vor, eine Fee kommt oder ein Flaschengeist, so die klassische Geschichte. Flaschengeist kommt und du hast 3 Wünsche frei. Mit der einen Einschränkung für diesen Flaschengeist jetzt, der will nur, dass du nicht materielle Wünsche, also nicht 100 Millionen auf dem Konto, sondern nur nicht materielle Wünsche. Welche Wünsche hättest du? Ganz wichtiger Hinweis, wo du halt dann hin willst in deinem Leben. Das sind ja Gedankengänge, ist nicht, das jetzt irgendwie just for fun zu machen oder so, oder dich irgendwie traurig zu machen oder irgendwie sowas. Der Sinn ist, dir einfach bewusst zu machen, was möchtest du denn wirklich, wirklich in deinem Leben? Also was soll denn da so, auf was möchtest du irgendwann einmal in deinem Leben zurückschauen? Und dann der nächste Punkt, den ich schon angekündigt habe, in die Puschen kommen.
Oder lass mich noch einen anderen Punkt vorher machen, was mir gerade noch einfällt, hätte jetzt bald vergessen. Rote Fäden, das hatte ich schon mal in einem anderen Video kurz erwähnt. Mal schauen, welche rote Fäden sich so durch dein Leben ziehen, an was für Punkte, welche Aufgaben, an welche Dinge gerätst du immer so mehr oder weniger zufällig vielleicht dran. Ne? Also bei mir war das, habe es schon mal gesagt, das Thema Coaching im weiteren Sinne, also dass ich einfach schon als junger Druckermeister gemerkt habe, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, jungen Menschen was beizubringen und denen auch auf den Lebensweg weiter zum helfen. Oder dann auch später in meiner Zeit als leitender Angestellter in Druckereien und Verlagen, den Menschen da auch weiter zum helfen, nicht bloß was das Berufliche betrifft, sondern auch was das Persönliche betrifft, was Weiterentwicklung betrifft und so weiter. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hat mir unheimlich viel Freude gemacht und deswegen mache ich heute Coachings, deswegen gebe ich heute Coachings, vor allem in dem Bereich Übergewicht, aber auch in anderen Bereichen, speziell hier in Griechenland haben sie in den letzten Jahren ein paar Dinge entwickelt, die wichtige Erfahrungen, interessante Erfahrungen auch waren. Also zum Beispiel eine junge Kollegin, Freundin, die sehr, ja, wie soll man es nennen, Kontakthemmungen, Lampenfieber, Angst gegenüber anderen Menschen hatte, die einfach nicht auf andere Menschen zugehen konnte. Die war damals im Training, in einer Schulung, hat einen neuen Job begonnen und wenn dann irgendwie in dieser Schulung die Trainerin sie gefragt hat, jetzt, wie funktioniert denn das, hast du das verstanden, dann ist die unter den Tisch reingerutscht. Oder ich habe sie mal begleitet bei einer Wohnungssuche, bei einer Besichtigung einer Wohnung. Das war dann mit einer Maklerin zusammen. Und diese Maklerin war natürlich, wie solche Leute, so Makler und so weiter, halt, da sind sehr offen, sehr so auf sie zugegangen und so weiter. Und sie war wirklich ganz klein dran gestanden, hat nur noch auf den Boden schauen können, war steif, hat dieser Frau nicht die Hand geben können, hat nicht Hallo sagen können. Die war total, ja, paralysiert und mittlerweile bewegt die sich ganz normal in Griechenland, in Athen. Sie geht irgendwo hin, spricht mit Leuten, kauft Dinge ein und so weiter, was die vor 2 Jahren nicht konnte. Und denke ich, Erfolg meines Coachings, sie auch einfach weiterzubringen, dass sie ein normales Leben führen kann. Oder eine andere junge Frau auch, die nach dem letzten großen Erdbeben, das wir hier in Athen hatten, im Juni oder Juli 2019, war ein ziemlich großes Erdbeben, sind auch hier ein paar Sachen in der Wohnung kaputt gegangen, ein paar Gläser aus dem Regal rausgefallen. Hier oben in der Decke habe ich seitdem einen schönen Riss drin. Die dann auch totale Panikattacken hatte, wenn sie irgendwie im Restaurant oder sowas irgendwie jemand sie leicht angestupst hat oder irgendwie sowas, dann ist die in Panik verfallen, weil die einfach dann wieder Angst hatte, es kommt wieder ein Erdbeben. Eine Weile später war sie dann so weit, dass es dann wieder ein paar so Erdbeben, Erdstöße, leichtere Erdstöße gegeben hat. Als ich sie dann gefragt habe, hast du das Erdbeben gestern gemerkt? Dann hat sie gesagt, was für ein Erdbeben. Also Menschen weiter zum helfen oder eine, ja, ein bisschen eine traurige Geschichte auch. Ich habe sowas wie eine Sterbebegleitung hier auch gemacht vor einer Weile, voriges Jahr im Frühjahr. Ich habe ja selber einen Tumor gehabt im Unterleib an den Kronjuwelen und war hier beim Urologen, um da einfach mal wieder drauf schauen zu lassen, um dann mal den Ultraschall draufhalten zu lassen, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist oder ob möglicherweise nochmal was nachwächst. Und in diesem Krankenhaus bei diesem Urologen war auch eine junge Frau in Behandlung, die Unterleibskrebs hatte, schon sehr weit fortgeschritten im Endstadium, wie man das jetzt ganz gerne nennt oder sowas. Und der Urologe hat mich halt gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, die einfach mal eine halbe Stunde zu besuchen. Sie ist Deutsche, sie kann kaum Griechisch und sie liegt da so allein in ihrem Zimmer. Sie hat keine Angehörigen in Griechenland, in Deutschland auch wenige, die da irgendwie kommen konnten und so weiter. Und sie ist recht einsam und alleine und ob ich mal Zeit und Lust hätte, sie einfach mal eine halbe Stunde zu besuchen oder so. Und daraus hat sie dann sowas wie eine Sterbebegleitung ergeben, wo ich halt auch denke,
ihr ganz gut helfen konnte, einfach irgendwie so das Schicksal ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu akzeptieren, damit fertig zu werden. Und das führt mich wieder ganz kurz zurück zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Wie möchtest du mal sterben, alleine in einem Krankenhaus? War auch so eine Erfahrung, so möchte ich nicht sterben. Begonnen hat es, glaube ich, im Februar, März, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, und gestorben ist sie dann im Sommer, im Frühsommer, Juli. Und naja, ich glaube, dass ich es nicht nochmal machen würde, aber es hat mich auch weitergebracht mit meinen Gedanken zu meinem Leben, wo ich mal landen will. Da drin hätte auch ich leben können. Wie gesagt, ich hatte 2015 oder 2016 auch einen Tumor da unten. Da hätte der Arzt auch sagen können, tut mir leid, Herr Krämer, zu weit fortgeschritten. Gut. Jetzt nochmal zurück, wo ich vorhin schon ganz kurz angefangen habe, in die Puschen kommen. Du musst dann, wenn du das rausgefunden hast, was du eigentlich willst, auch ein bisschen in die Puschen kommen. Wenn du nichts änderst, ändert sich nichts. Den Spruch kennst du vielleicht, den hast du vielleicht auf irgendwelchen Facebook-Bildchen schon ab und zu gelesen. Einfach mal Gedanken drüber machen, wo willst du denn hin, was willst du denn erleben? Also so ein Thema bei mir war zum Beispiel halt, dass ich Gitarre spielen können möchte. Als Kind war das schon ein Thema. Wir haben uns das damals nicht leisten können. Meine Mutter als alleinerziehende Mutter, als alleinerziehende Frau konnte das nicht. Die hatte nicht das Geld dazu, mir irgendwie für 100 Mark oder 200 Mark eine Gitarre zu kaufen oder irgendeinen Gitarrenkurs zu kaufen, ne? Heute kann ich das, ich kann mir bei Amazon eine Gitarre kaufen für 50, 60 Euro oder sowas und ich kann mir einen Internetkurs, einen Gitarrenlernkurs im Internet kaufen, es gibt auch welche kostenlos, um ein bisschen Gitarre spielen zu können. Vielleicht will ich auch Gitarre lernen und vielleicht ist das ein Thema, vielleicht ist irgendwas anderes ein Thema, vielleicht will ich irgendein anderes Musikinstrument lernen, vielleicht will ich irgendwas anderes erleben oder sowas, aber wenn du sowas entdeckst, dann musst du aktiv werden, dann musst du dich bewegen, dann musst du was tun. Mir fällt jetzt kein schlaues Zitat ein. Du musst den Hintern hochkriegen und du musst was tun. Das ist alles, um das es geht. Was kannst du in der Zwischenzeit machen? Ich habe im zweiten Video, glaube ich, schon das Zitat von Helen Keller mal gesagt. Be happy with what you have while working for what you want. Also sei glücklich mit dem, was du hast, während du an dem arbeitest, was du willst. Also vergiss diese kleinen Gänseblümchen am Wegesrand nicht. Das ist sowas wie Wertschätzung, ne? Wertschätzung, Dankbarkeit. Einfach ein bisschen schauen, was kannst du denn wertschätzen im Leben? Es gibt so eine Theorie aus der esoterischen Ecke, die einfach sagt, wenn du dankbar bist, dann wirst du immer mehr Sachen dazu bekommen, für die du dankbar sein kannst. Steht auch in der Bibel, sorge erst für das Himmelreich in dir selbst, dann wird dir im Außen alles dazugegeben. So ähnlich, bin nicht besonders bibelfest. Sei dankbar, wertschätze die Dinge, mach mal eine andere Sicht auf die Dinge. Ich habe das mit der Heizung hier in einem Video auch gesagt. Der griechische Premierminister Mitsotakis hat neulich gesagt, mit 500 Euro gehörst du in Griechenland schon zur Mittelschicht, also mit 500 Euro Einkommen pro Monat. Nicht so ganz richtig, ne? Aber mit 500 Euro kannst du in Griechenland, sag ich mal, überleben. Und in Deutschland ist das gerade so der Hartz-IV-Satz oder so. Ne? Und warmes Wasser aus der Leitung. Viele Dinge, die in Deutschland Luxusprobleme sind, wenn ich hier rausgehe und da draußen die streunenden Katzen sehe, da unten auf der Straße und vor Weihnachten jetzt, bin in einer Katzengruppe, weil ich ja selber zwei Katzen habe und alter Katzenfan bin, vor Weihnachten waren halt in diesen Katzengruppen viele Beiträge dabei, bastelt ihr euren Katzen einen Adventskalender?
An sowas musste ich in dem Zeitraum denken, wenn ich da runtergegangen bin und die Katzen da draußen auf der Straße gesehen habe. Also einfach mal ein bisschen versuchen, eine andere Sicht auf die Dinge zu bekommen und einfach Wertschätzung dafür zu entwickeln, dass du halt nur die Zentralheizung aufdrehen musst und dass du den Wasserhahn aufdrehst und warmes Wasser rauskommt. Haben ganz viele Menschen nicht, kann man wertschätzen, kann man dankbar dafür sein. Also wie gesagt, meine Aufforderung, und das ist jetzt keine Hausaufgabe, weil es ja der letzte Video ist, meine Aufforderung ist einfach, schau dir das an, was dem Leben wirklich wichtig ist, was für dich im Leben wirklich ist, und hol dir das, tu das, geh dort in diese Richtung und mach das jetzt, ab sofort, und dann wird glücklich sein, ganz von alleine kommen. Und dann wird auch dein Wunschgewicht ganz von alleine kommen, weil wenn du Gitarre lernst, hast du einfach nicht die Hände frei, um Chips vor dem Fernseher zu essen oder sowas. Ne? Aber wenn du dich mit dem beschäftigst, was du wirklich willst, dann wirst du einfach kein Bedürfnis mehr danach haben, aus Langeweile, aus Traurigkeit, aus Stress zu fressen. Entschuldigung. Also das wird ganz einfach nicht mehr stattfinden. Und wenn du die Tüte Chips, die Tafel Schokolade, das süße Teil vom Bäcker weglässt, dann sind es 500 Kalorien jeden Tag, die du dir sparst, und dann wirst du ganz automatisch 10 Kilo abnehmen im Jahr, ohne eine einzige Diät zu machen, ohne irgendwas sonst zu machen. Versprochen. Wenn du mehr Informationen willst, wenn du Hilfe brauchst von mir, dann schau auf sepp-krämer.de, meine Webseite. Dort kannst du dich weiter informieren, da kannst du dann auch einen Termin mit mir vereinbaren für ein kurzes Kennenlerngespräch. Weiß gar nicht, ich hab's glaube ich in einem der Videos auch schon gesagt, ich verkaufe keine Programme, ich mache keine Verträge oder Ähnliches. Also bei mir muss man sich nicht großartig 1000 Jahre lang verpflichten, für tausende Euros Coachings abzunehmen oder irgendwelchen sonstigen Käse. Wir machen ein Coaching, wir machen erst einmal als ca. 20-30-minütiges Kennenlerngespräch, dann machen wir Coaching. Wenn dir das nicht taugt, wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du jederzeit damit aufhören und dann musst du das Coaching auch nicht bezahlen. Wenn du sagst, das war nichts, dann bezahlst du es auch nicht. Also du hast kein Risiko, das einfach mal auszuprobieren und einfach mal zum Kommen und dann zum Schauen, ob die das weiterbringt. Bin mir ziemlich sicher, dass es die weiterbringt. Aber wie gesagt, du hast kein Risiko, du kannst dir das einfach mal anschauen. Schau einfach mal auf sepp-krämer.de. Wenn es hier die Möglichkeit gibt, je nachdem, ob das jetzt in Facebook oder wo auch immer ist, dann werde ich auch den Link nur unten reinstellen. Und ja, jetzt wünsche ich dir alles Gute und drück dir ganz fest die Daumen, dass das was wird. Und wenn du das, was ich dir hier gesagt habe in diesem Kurs, umsetzt, wenn du nur das umsetzt, wenn du das nur zu 50% umsetzt, dann wirst du ganz alleine, jetzt ist Mitte Februar, wo ich den Video aufnehme, dann wirst du ganz von alleine am Ende des Jahres 10 Kilo weniger haben. Dann danke für deine Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich drücke da die Daumen. Viel Spaß noch.